Their dream is to compete in the next Winter Olympics. Ich glaube nicht, dass die Panamesen genau wissen, was Bobfahren ist. In a sport they know nothing about. And a team found in a casting show. Der Traum, der olympische Spirit, werden wir hoffentlich erleben. They got nothing. Und auf das schaffen wir hin. But one thing. They got spirit. Der Traum ist ganz einfach gesagt, mit einem Viererbob mit Panama an die Olympischen Spiele in Sochi 2014. My name is Jonathan Michael Romero Roland from Panama. Well, I actually live in a small town that's called Colon. We have great athletes that come from this small area in the country, and we overcome expectations in every type of sports that we practice. We are full of potential. Well, that's me. Ich habe ihn in Panama während 10 Minuten getroffen, auf Empfehlung vom Präsidenten des Panamesischen Leichtathletikverbandes. We in Panama, we like things like crazy, and you know, we always say yes. Er ist dann einfach einmal mitgekommen. Mein Traum den noch nicht ganz verstanden, aber er hat einfach gemerkt, dass irgendetwas Spezielles ist da dran. Und er muss das ausprobieren. Das würde ich ihm nie vergessen, dass er es gemacht hat. Jonathan, have you ever seen snow in your life before? No. You see that? You see there? -8. It's not easy. What can I say? I never expect to be like this, but when I saw the snow, I was like, wow, this is so beautiful. What do you think about this? Que da miedo, mira esto. Gana. ¿Quién me diría? Yo gano con nieve. I'm here and it has been like super experience. This time it was like the best thing ever, and I would really like for Panama to have a team. We never imagined to like be here trying to bobsled. It will be the first time that Panama will have on the Olympic team, and I am very sure and positive somebody like Chris Sullinger not only will represent the country, and he will beat everybody else. When I told my friends and family, like, I'm going to Austria and do bobsled, they were like, bobsled? What is that? Dass man könnte mit einem Panama-Team an den Olympischen Spielen teilnehmen im Viererbob. Dass das Projekt eine Möglichkeit wäre, dass ich das durchdenken muss. Und der Erste, den ich gefragt habe, der hat mir dann gesagt, ja, da gäbe es nur eine Person, mit der ich reden sollte, das ist Hans Hildebrand. Ihre starken Nerven und letztlich auch sicher ihr überragendes Können machen die Titelverteidiger Hans Hildebrand und Walter Rahm aus der Schweiz zu neulichen Europameistern. Mit Bestzeit im dritten Lauf stoßen sie vom dritten auf den ersten Rang vor und geben diesen auch im letzten Lauf nicht mehr ab. Schon öfter war Hans Hildebrand ausgewählt und die Weltmeisterschaft. Hildebrand erfährt ausgezeichnet. Weltmeister werden Max Hildebrand und Heinz Meier. Ich habe dem Mann Hildebrand ein E-Mail geschrieben,
Ein Traum, eine verrückte Idee. Er ist ja nicht mehr der Jüngste und er hat aber so einen Enthusiasmus, wo mit dem Willen, wo man kann sehr viel erreichen kann. Also er will, er hat gesehen, das ist jetzt etwas für ihn, er will und dementsprechend kann man sehr vieles kompensieren. Ziel ist sicher die Olympia-Qualifikation für Sochi. Und das ist natürlich eine grosse Herausforderung, weil das Team hat null Erfahrungen. Da hören die meisten auf oder haben schon aufgehört in meinem Alter mit Bobfahren. Und ich fange jetzt eigentlich erst an. Es braucht ein riesiges Team von Begeisterten, wo ich mich freue zu sehen, wie jeder seinen eigenen Traum entwickelt. Und wenn die kleinen Träume, wenn die alle wahr werden, dann wird auch mein Traum kann wahr werden. Tomorrow I go down. First Panamanian to bobsled. I haven't heard of any Panamanian being in winter sports before. And that would be a great chance for our country to be represented. I mean, we're going to be happy to see the country being represented in an international event like Winter Olympics by a Panamanian born here in Switzerland that went back to Panama and now wants to represent its country in a extreme sport like that. So do you for us, that's extreme. This will be the journey of our life. I appreciate that we receive like support from the country, all the people of Panama, because we can make this dream come true. Get ready for the most inspiring story of the next Olympic Winter Games in 2014 in Sochi. Told in real life. Capturing the hearts of the people of Panama. So I'm happy to see my flag and the flag of my country. I hope we make it to the Olympics. Wenn man schafft, dann wird das ihr Leben verändern. Der Mensch entscheidet immer über Erfolg oder Misserfolg. And fear no foes. They will make heads turn, and heads will be shaken. They will fail miserably, and come back heroically. Because they are the spirit of Panama.